Willkommen zurück bei Sacred. Wenn jetzt 2 Sekunden Stille am Anfang waren, tut's mir leid. Ich traue immer der OBS und der Platte nicht so ganz, ob die Aufnahme jetzt wirklich gestartet ist. Weil wir schon so oft abgeschnittene Anfänge hatten. Na, da kann ich ja immer schneiden, so ein bisschen. Ja. Deswegen. Genau, ich So. denk dann immer besser 2 Sekunden Stille am Anfang als eine abgeschnittene Begrüßung. Ach ja, stimmt, wir hatten den Begleitertyp, ich habe mich gerade gewundert. Ja, den haben wir die ganze Und Zeit. wir sind jetzt in diesem Dorf Florentina, an der genau. Straße, wo wir abgegangen sind vom Fluss aus, ne? Genau. Und wir haben Genau. eine Quest noch, wo wir Und wo sind wir? irgendeinen Vater von einem Typen, von einer Frau, den Vater, sollen wir zurück eskortieren zu ihr. Lok, 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 lok. Wie ist das? Ah, Vater Elan. Vater Elanda. Danke. Eigentlich ist eine solche Mission unter meiner Würde, aber in diesem, aber in dieser Gegend scheint Im im Moment Moment überall die scheint im Moment die Hölle. Hölle los zu sein, überall Halsabschneider und andere tun nicht Gute. Ja, ich hab's ja damals schon vorgelesen. Das wird für unsere Zuschauer ja nicht so entfernt sein wie für uns. Ja, ein Moment. Ich muss mich gerade am Bein kratzen. Oh nein. Es kann sein, dass ich mir einen Mückenstich aufgekratzt habe. Ich habe ja wieder Frösche am Bein. Guck mal, Schmetterlinge. Bei mir sind da keine Schmetterlinge. Ja, die sind unterschiedlich. Ja, habe ich eben gesagt, sind voll hübsch. Und wenn man da ranzoomt, bei mir sind hier oben welche. Ja, bei mir sind da keine. Die sind halt voll simpel gemacht. Aber die sind irgendwie trotzdem voll hübsch. Wir müssen auch hier lang. Sind das Ja. Felder? Das sind Warte, Felder. Brunnen. Man kann nie genug schwache Heiltränke haben. Oder normale Heiltränke. Noch ein Brunnen. Ist hier wer? Nö. Kann man das da looten? Nö. Oh, schade. So, schauen wir mal. Hier ist der Dude. Oh, hi. Dich habe ich gar nicht gesehen. Ich habe voll auf die Umgebung geachtet und dann so, oh ja, da sind Gegner. Ich liebe Massen. Für einen wie euch bräuchte ich nicht einfach Magie. Mir macht es mehr Spaß. Meine Fresse! Bleib stehen! Ich will dich töten. Wir haben gerade am Wochenende quasi einen Herr der Ringe-Marathon gemacht, die Extended Edition. Passt doch, Ich Extended, hab oder? genau die Special Extended, was auch immer. Special Extended heißt sie, glaube ich, tatsächlich. Kommst du zurück irgendwann auch nochmal oder rennst du jetzt noch 10 Kilometer hinter dem Dude her? Ich bin hinter ihm hergerannt, der hat mich zu anderen Gegnern geführt. Ja, ich komme gerade vorbei. Fertig. Alles klar. Jetzt Alt juckt war mein das. Rücken natürlich. Ja. Genau, hier drin ist der Dude. Ich guck nur einmal kurz, ob hier noch was anderes war in der Gegend. Aber ich glaube, das war noch ein Stück, weil ja, das war woanders. Ja, manche Orte hier in Sacred sehen sich sehr ähnlich und dann ist es Toll, da unten manchmal. sind wieder alle voller Gegner. Ja, ist normal. Soll ich die wegmachen, während du den Typen holst? Ja, erstmal looten. Darf ich dich ansprechen? Danke. Blitz, 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 Blitz. Ich hatte doch auch. Ja, genau. Nice. Da ist noch was zu looten. Das war's. Der Ach läuft stimmt, hier ich habe ein paar reinpacken. Schuhe bekommen, aber. Ach, ich habe ein Amulett für dich noch. Hier. Ich habe auch Schuhe. Aber ja, ich habe bessere Schuhe. Ein magisches Versteck. Ah! Oh, ich komm. Papa, ich habe keine Oh, Ahnung so eine warum. Rüstung. Die sehen voll cool aus, hat aber leider keinen Slot.
Wo ist das magische Versteck? Ist es hier? Da, an dem Felsen. Ah, ja, wo dein Typ vorstand. Genau. Ein defektes Schwert. Nee, so. Was ich sagen wollte, wir haben Herr der Ringe-Marathon quasi gemacht. Jetzt am Wochenende. Nein! Warum komme ich immer auf diese scheiß rechte Maustaste? Warum kommst du an sich aus Versehen auf Maustasten? Also das ist was mir eigentlich nie passiert. Keine Ahnung. Vielleicht. Warum kommt bei dir nicht durch? Irgendwas in meinem Nervensystem kaputt. Deswegen. Gehen wir halt außen. So, das war dann, glaube ich, auch in der Gegend hier alles. So, hi. Hier hast dein Vater wieder. Viel Spaß. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Hilfsbereitschaft. Oh ja. Oh, Windböe. Sagt sie nicht mehr? Nö. War bei dir gerade irgendwas oder hat hier im Hintergrund jemand geredet im Spiel? Wahrscheinlich hat im Hintergrund im Spiel jemand geredet. Ja, weil was soll ich geredet haben? Ja, keine Ahnung, es hörte sich so an, als wäre irgendwo bei einem, der bei dir im TS, also bei uns im TS oder Discord ist, also bei dir, weil sonst ist da niemand, als hätte der Dingenskirchens, als würdest du eine Sprachnachricht abspielen oder so. Nein. Ja, ist okay. Ich habe tatsächlich bessere Schuhe bekommen. Nice. Hey, das gilt nicht! Geschwindigkeit plus 12 nehme ich da wesentlich lieber. Hast du ein cooles Amulett? Ja, so cool ist es nicht. 3, 4, 3, 5, 4, 6. Ich glaube. Oh, ich habe wieder was. Kleiner Magierstab für den Kampfmagier. Ja. Das besser. Schutzringe, die braucht niemand, aber das Amulett nehme ich mit. Dann kann ich endlich was in meine Schuhe reinschmieden. Hast du noch irgendwas Interessantes? Ein Gürtel mit zwei Slots? Nicht schlecht. Nee, das sind meine Schuhe. Handschuhe mit. Oh ja, Handschuhe mit einem Slot mit gar nicht so schlechten Stats. Die finde ich gut. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die sind sehr viel besser als meine. Gut, hab ich auch mal. Was hat mein Stab so? Nee, der müsste ja schon. Guck grad, nee, für dich ist hier keine Rüstung. Das ist klar. Okay, den hole ich mir. Warte, wie teuer ist der? Den kann ich mir leisten. Ja. Tauschen. Den verkaufen. Yeah, ich hab einen neuen Hammer. Nice. Oh, cool. Wollen wir gerade zum Schmied? Ich muss noch meine Stiefel schmieden. Ich bin noch am neue Sachen kaufen. Also. Oh, ein magisches Versteck. Können die was? Achso, Dämonen. Die engständigen Bauern lassen sich leicht von Gauklern hinter das Licht führen. Nein, dass du den wieder aussetzt. Guck dir meinen neuen Hammer an. Oh, das bist nicht du. Ja. Hatte ich eben schon gesehen. Achso. Echt nice. Nein! Oh! Oh, keine Ahnung. Du brauchst eine Maus, wo die Tasten schwerer zu drücken sind. Ja, meine Finger sind einfach. Ich weiß, woran es liegt. Ich bin so fett, dass meine Finger so schwer sind. Ey, da will ich eigentlich ein besseres Amulett für haben. Da will ich was richtig Geiles einschmieden. So. Alles gut? Ja, ich stand nur neben dir und dann hat er angefangen auf mich zu schießen.
geht natürlich nicht. Wir müssen jetzt eh weiter. Blitz, 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 Blitz. Miststück! Säurezaumzeug hört sich irgendwie nicht so gesund an. Ich habe einen Gürtel für dich. Okay. Nice. Zaumzeug kann ich verkaufen, das bringt gut Geld. So, dann müssten wir jetzt wahrscheinlich hier weiter, weil ich wüsste nicht, dass hier noch Quests sind. Siehst du, die schießen schon wieder auf mich. Ja, einfach ignorieren. Ich mach nichts und die schießen auf mich. Ja, klar. Da ist ein Anführer bei, das ist was anderes. Ich kann, ne, jetzt wo wir Herr der Ringe geguckt haben, also ich habe Herr der Ringe schon vorher mal geguckt, aber jetzt ist es gerade alles wieder frisch. Ah. Okay, ich kann Gimli verstehen. Hm? Ist ein magisches Versteck. Hm? Du kannst verstehen? Ich kann Gimli verstehen. Achso. Oh, das geht nicht. Ja, grüß die anderen von mir. So, man will gerade wen töten. Und dann kommt Legolas und er legt ihn zuerst. Du bist in diesem Fall Legolas. Ich benutze ein bisschen mehr Kettenblitz. Der ist nicht so schlimm da. Dann hast du auch ein bisschen mehr Gelegenheiten. Ja. Oh. Okay, nee, diese Kacke. Hat hier nicht gerade was geglitzert? Nee. Nicht ja, drin. Hier hinten. Ach, hier. Ich hatte eigentlich woanders hingeguckt. Egal. Nee, ich hatte nämlich irgendwo eine Hand gesehen. Und hab mich gewundert, wo. Und dachte, man könnte noch irgendwas aufnehmen. Ja, nee. Oh, nicht mal treffen können sie. Nee, das sowieso nicht. Und sind wir uns einig, dass du Faramir cosplayst? Eigentlich schon, ne? Yes! Feenbach. Achso, Feenbach war. Ach, das Ding ist Feenbach. Ah, okay. Alles klar. Wir gehen erstmal trotzdem weiter hier lang. Okay. Wir machen die größere Runde, dafür nehmen wir mehr Erfahrung und Loot und geilen Scheiß mit. Weil scheiß drauf, wenn man die Welt retten kann, wenn man auch andere Sachen machen kann, die mehr Loot bringen. So, hier lang. Nein, ich laufe immer geradeaus. Hallo Amonshi, ich bitte euch, bringt diese Botschaft zu meiner Angebeteten Danielle van Berg in Porto Draco. Genau, Porto Draco hieß die Stadt hier. Ich wurde ins ferne Grenzland zur Orkwüste abkommandiert und konnte meiner Liebsten nicht einmal Lebewohl sagen. Das betrachte diesen Auftrag als bereits erfüllt. Achso, wie lange warte ich? Dachte, du musst zurück in die Stadt. Ja, hier. Zack. Ah. No. Der Zweck ist so... Herr Guido von Porto Draco, was haltet ihr von einer lukrativen Mission, in der ihr alle Geister in unserer Villa ausmerzen sollt? Dient ihr uns in der Sache? Diese Geister suchen unser Anwesen von Porto Draco seit Wochen heim. Wir brauchen jemanden, der sich traut, dort einzudringen und diese bösartigen Kreaturen der Hölle endlich vernichtet. Und hütet euch insbesondere vor dem Geist einer besonders ruchlosen Mörderin, Janina. Vernichtet sie, bevor sie euch mit ihren Lügen verhext und in ein kaltes Grab sendet. Tut es und ich werde euch fürstlich entlohnen, wie es sich für einen Cousin der Blutlinie de Mordray geziemt. Sehr gerne komme ich eurer Bitte nach. Ja, ein Ring. Hä? Aus dem Brunnen? Nee, hier war ein Fass daneben direkt. Oh, der Typ hat die beste Quest. Silvio Dala, Bürgermeister. Oh, wie gut, dass ihr hier seid. Euer Ruf eilte euch schon voraus. Merzt eine Bande Marodeure in ihrem Unterschlupf aus.
Unsere schöne Gemeinde Porto Draco wird seit geraumer Zeit von dieser Schar merkwürdiger Räuber heimgesucht. Sie greifen präzise und äußerst taktisch wie Soldaten an, nicht wie ein verwahrloster Haufen von Gesetzlosen, sondern mehr wie Deserteure, die es ja seit kurzem so viel gibt. Ihr Unterschlupf liegt in den Bergen zum Lindwurmpass. Bitte bereitet der Sache ein Ende, bevor dies die Basis für eine noch größere Bedrohung wird. Welche Herausforderung? Natürlich. Oh ja, beste Quest, beste Quest. Holt meine Tänzerin vom Friedhof ab. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ich warte auf meine Tänzerin. Bitte sucht sie. Beginnt eure Suche auf dem Friedhof. Folgt den abgeknickten Zweigen. Geht davon aus, dass ich diesen Auftrag erfüllen werde. Davon hast du mir schon erzählt. Ja, das waren quasi damals die generischen, zufällig generierten Quests aus der Base-Version, die man mit Underworld nicht mehr hat. Und da stand halt immer drin, folgt den abgeknickten Zweigen. Und das waren halt auch so voll random Sachen. Hier können wir eine Quest abgeben? Genau, von dem Soldaten die Nachricht. Welch schreckliche Nachricht. Und doch ist es ein Zeichen seines Lebens. Was mag ihm in dieser Wüstenei alles widerfahren? Solltet ihr ihn je wiedersehen, so gebt ihm doch diese Locke von mir. Und nehmt dies für eure Mühen. Erfahrungspunkte. Nehme ich gerne. Was haben Leute immer mit Locken? Keine Ahnung. Es gibt nur einen Grund, weshalb ich das haben wollen würde, aber dann nur mit Wurzel zum Klon oder so. Ich packte eine Locke von ihrem Haar und sie gab mir drei. Ja, das ist auch nur in der Special Edition. Ah, okay. Ich habe jetzt voll gespoilert für Leute, die es nicht kannten. Die einen Film von 2004 noch nicht geguckt haben. Kommst du? Ja, nicht noch jeder hat die Special Edition geguckt. Ja, die es auch schon sehr lange gibt. Ja, nicht jeder hat so, wenn der Typ uns gleich angreift, dann mach einfach nichts. Nichts machen. Halt, das ist meine Brücke und heute gestatte ich niemanden, sie zu überqueren. Verschwindet, aber ein bisschen plötzlich. Der verwirrte Martin. So, einfach. Verzeiht, hat mein Sohn euch geärgert? Er spielt so gerne auf der Brücke. Sein Geist ist verwirrt, oft bekommt er von den Reisenden Prügel für seine Späße. Aber ihr habt ihn gut behandelt. Für eure Nachsicht möchte ich euch danken. 500 Erfahrungspunkte. Dafür, dass wir ihn nicht umgebracht haben. Ah! Was wäre passiert, wenn wir ihn umgebracht hätten? Ich weiß es nicht. Da in dem Eimer ist ein magisches Versteck. Ja, das habe ich schon gefunden. Ach so. Aber du warst weiter weg, also habe ich nichts gesagt. Ja, ist okay. Oh, man kann das Fass looten. Nicht nur das eine. Warum finde ich immer nur Gold? Ich will auch mal Amulette und Shit finden. So, ich glaube, das war es auch hier an Quests. Wir haben... Ah, die Tänzerin, der... Komm, wir machen erst die Tänzerin. So, ich muss jetzt einmal gerade aussortieren. Nehme ich das mit. Achso, und wenn du Gold brauchst für irgendwas, sag Bescheid. Ja, ich glaube nicht, dass ich Gold brauche. Achso, weil ich habe noch 100.000 Gold. Okay. Nee, hier gibt's auch gerade nichts für dich. Irgendein neuer Magierstab oder so. Hm, nichts, was Slots hat. Kein gutes Amulett. Nee, nichts Interessantes. Okay, ich habe auch verkauft. Achso, dann gleich nochmal zum Schmied, aber wir machen jetzt erstmal die Tänzerin. Und außerdem ist sie auf einem Friedhof. Friedhöfe sind toll. Ja, mein Hammer macht gegen Untote mehr Schaden. Das ist gut. Aber wir sollten sie, glaube ich, erst runterbringen, bevor wir die Gräber öffnen. Okay.
Sagt ihr irgendwas? Nö. Dann komm mal mit. So. Achso, der Typ, der die Quest vergibt, heißt übrigens Tumba Trottel. Okay. Also Tump im Altdeutsches dumm und so. Wundervoll, das habt ihr gut gemacht. Vielleicht könnt ihr auch demnächst mein Hühnchen vom Steinbruch oder meinen Architekten im Wald abholen und immer schön den abgeknickten Zweigen folgen. Nun schaut nicht so verwirrt. Naja. Wir sind übrigens jetzt bei fast 21 Minuten. Oh, ja. Es ging schnell. Ja, kommt mir auch sehr schnell vor. Aber klar, wir haben ja den Typen noch geholt. In Florentina. Und so. Und dann waren es auf einmal 20 Minuten. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.